Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 13.130 aktuell. Wir haben ein kleines Gap, ein Mini-Gap hier von 11 Punkten. Wir platzieren die erste Falle für heute Morgen bei 13.100 und 10ern, eine Big Number Trade. So, 13.107 gehen wir long, 13.92 gehen wir short, bleiben auf diesem Chart und gucken uns die einmal einen Blick in die Vergangenheit. Nochmal zu den Regeln. Alle Boxen, die kleiner sind als 30, diese blauen, treten wir 22er hier gestern sehr schön in der Nachmittagssession. 27er im zweiten Anlauf sollte 23, also 1, 2, 3 und dann ist er oben ausgebrochen. Der hat ein bisschen länger gebraucht hier in der Mittagszeit. Ansonsten sehen wir hier das Gap 13,1. So, gucken wir mal. Das wurde auch geschlossen. Das sehen wir hier. Gestern geschlossen. Und wir sind auch jetzt dabei, das Gap aktuell hier zu schließen. Wir blicken einmal auf die Vola-Boxen. Vola-Box kommt rein bei 13.1.13. Das heißt, es wird ein Big Number Trade hier sein. 13.1.13. Und falls wir vorher nicht in die Big Number reinkommen, wird das die favorisierte Box sein. 13.113, die Forecast für die Vola-Box. Und jetzt gehen wir rein in die Charts einmal und fangen an bei Bitcoin. Bitcoin Daily sehen wir hier. Nach wie vor steht der Unterdruck, die 20.000er Marke. 4 Stunden sind wir short. Daily sind wir short, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Alle Zeitebenen zeigen nach unten. Nächste Markt ist dann Ethereum. Daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short, 5 short. Und dann wechseln wir in die Indizes Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Hier auch mehr Short als Long, S&P 500, Daily Short, 4 Stunden noch Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Auch hier klare Richtung, Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der letzte Markt ist The DAX Daily. Short, 4 Stunden Short, Stunde auch jetzt Short, 30 Short, 15 Short und 5. Alles zeigt rot heute. Und wir gucken mal, Gap wurde gerade geschlossen, ob wir die 13.1 hier sehen. So, Kim Jong Sen. Kein neues Setup gab es gestern hier auch nicht. Einmal 4 Stunden KS, einmal testen.
Audien, altes Signal, Dow Jones, 3 Stunden ein neues Signal. Gucken wir mal. Okay, das ist die Vorbereitung, 8:43 Uhr. So, Countdown läuft, 11, 10 und wir haben mal auf das 50er Level den zweiten Trade hier platziert. 1, 2, 1 und los geht's. 9 Uhr. Wo kommt die Vola-Box? Die ist ein bisschen tiefer. So, 0,174 gehandelt. Wir sehen hier die Kerze. Wir bleiben aber in diesem Trade noch drin. Offiziell wäre der Trade schon im Gewinn. Und jetzt dreht er und macht ein wenig Überstunden. So, 13,107 liegt die nächste Order. Gucken, ob die Power ausreicht. Durchaus möglich, dass wir hier zur Eröffnung, wir wissen, dass um 9 Uhr immer ein bisschen schaukeln. Eigentlich wollen wir, dass wir vor 9 Uhr raus sind aus diesem Geschaukel, aber wir sind jetzt im zweiten Trade, das geht noch. Meld mich gleich nochmal. Dritter Trade Long auf angepasst und gehen auf die 50er Zone. Und guck mal, ob es wirklich long bleibt. Die Indikationen zeigen ja eher Richtung Süden. Also, wir sehen, es geht schon gleich in die nächste Runde. Dreht 13,107 long und 13,92 short. Beim TP. So, wir sind auch im Gewinn mit unserem Eröffnungstrade. Und guck mal, So, ich wechsle mal sie hat schon kurz. das Also, TP für euch erreicht. 13,1, 24, 25. Ja, jetzt gucken wir mal, ob der Markt es schafft in Richtung 50er Zone. Und wir sind im Trade Nummer 5. Und hier auch nochmal der Hinweis für alle. Trade Nummer 5. Sollte jetzt der Ausbruch kommen. Ansonsten auch von mir die Empfehlung, sollte nicht mehr unter der Big Number sein, dann lieber für die Anfänger zu schließen oder die das Risiko auch so hoch nicht eingehen wollen. Fünfter Trade sollte jetzt nicht unter der Big Number mehr schließen und dann lieber sonst zum späteren Zeitpunkt in Trade machen. Okay. 13,107 aktuell. Das letzte Hoch lag hier. Bei 13,135. Aber 9:11 Uhr. Die ersten 15 Minuten sind noch nicht rum. Und der Markt hat seine Tendenz noch nicht so richtig gefunden. Er hat einmal oben versucht raus, unten versucht raus. Wir haben das Tief. Oh, liegt bei 64 hier. Also Dow und 40 sind schon long. So, Maurice sagt, Dow und FTSE sind long. So So, Dow ist schon im Gewinn bei mir. siebter Trade jetzt Oha. und raus. Also, das war der Eröffnungstrade im siebten Trade und wenn alles geklappt hat, 0,26%. 0,26%, das hat sich dann dementsprechend gelohnt. Wow. War aber eine etwas speziellere Geburt hier. Okay, der war der Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTuber für unser Videotagebuch und wir hören uns morgen dann wieder. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.